Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei deinem ersten Training mit der FA Academy. Mein Name ist Fulbert Amutsubi und ich bin der Gründer der FA Academy. Und jetzt stellen sich die beiden Trainer neben mir vor. Herzlich willkommen auch jetzt wirklich auch von meiner Seite hier vor der Kamera. Vincent Mütze, ich bin für den Bereich Athletik zuständig und let's go. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Leif Schinkmann alias Leifinho. Ich bin für den Bereich Skill-Training verantwortlich. Auch von mir herzlich willkommen. Dann lass uns anfangen. Willkommen zurück. Wir beginnen mit der ersten Übung. Wir wärmen uns natürlich auf vorher, sehr wichtig, präventiv, damit wir uns nicht verletzen. Und danach steigen wir ein in die Beweglichkeit, in die Koordination. Und ich stelle euch kurz unseren Schüler vor, Falco. Und dann starten wir. Let's go! Wir haben uns jetzt aufgewärmt und jetzt kommen wir zur nächsten Übung, jetzt zum Bereich Koordination. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben drei Übungen aufgebaut und wir starten mit Falco mit der ersten Übung. So, hier haben wir, wie ihr sehen könnt, die flache Koordinationsleiter. Hier beginnen wir mit zwei Kontakten durchzugehen. Hier ist sehr wichtig, dass wir den Schwung mitnehmen. Das heißt, hier der Armschwung, auch sehr wichtig für dich, Falco. Und genau, starten wir mit zwei Kontakten. Und nochmal. Letzter Durchgang, Armschwung. Das habe ich gehört. Auf geht's. Nicht berühren. Jetzt Blickrichtung. Nach rechts. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Seitenwechsel. Ja, okay. Jetzt ein Kontakt. Schön, Knie nach oben. Knie nach oben. Zweite Übung, die etwas höhere Koordinationsleiter, ähnlich wie bei der ersten Übung, Armschwung sehr wichtig mitnehmen, sodass wir den Schwung nutzen können für den Speed. Sehr wichtig für uns, Falco, als Offensivspieler. Ja. Ne? Sehr schön, alles klar. Und wir beginnen, dass wir seitlich durch die Hüte laufen. Jetzt die letzte Übung hier bei der Koordination. Wie ihr sehen könnt, die Hürden, Hürdensprünge, Hürdenlauf. Und genau, ähnlich. Erstmal mit einem Bein springen und die Hürde überqueren. Jawohl. Anderes Bein. Beide Beine. Nochmal, andere Seite. Nochmal. So, jetzt kommen wir zum zweiten Bereich. Und zwar ist das das Skill-Training. Die zweite Übung jetzt nach der Koordination ist Passspiel. Da geht es ganz einfach um Passspiel. Wir gehen jetzt näher in die Übung rein. Bei dieser Übung geht es darum, den Ball mit der Außenseite zu führen, die Übersicht zu behalten, den Kopf nach oben zu nehmen und dann den Pass zu spielen.
Mal kurz schön den Kopf hoch, wenn du den Ball da durchschiebst. Mich an, ja. Sehr schön. Gut so, gut so. Ja. So, kommen wir zur nächsten Übung. Die beinhaltet das Passspiel mit Kommando. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Weißt du, wie gut funktioniert? Ja. Sehr gut. Mit dem Ball. Okay. Fang an. Ja. Sehr gut. Sehr schön, Paco. Ja. 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 Marco, schön auf den äußeren Fuß achten. Ja. Sehr gut. Besserer Pass, besserer Pass. Ja. 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 Okay, schlechter Pass von mir. Ja. Sehr schön, einmal noch. Ja. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zur nächsten Passübung. Da ist der Fulbert und Vincent mit integriert in der Übung direkt. Das heißt, ich gebe ein Kommando vor. Es ist Passspiel in ein kleines Tor. Zur Übung kommen wir jetzt. Du bekommst einen Pass von Fulbert und Vincent. Ich gebe das Kommando. Grünes Tor, blaues Tor. Wichtig ist, der erste Kontakt, der ist ganz wichtig. Das heißt, du nimmst den ersten Ball so mit, dass du den mit dem starken Fuß oder dann eben mit dem schwachen Fuß, aber perfekt in das Tor spielen kannst, okay? Konzentrier dich auf deinen ersten Kontakt und hör auf die Kommandos von mir, okay? Ich starte. Ja, voll mit erster Kontakt, Passspiel, grünes Tor. Okay. Vincent, dein Ball. Ja, blaues Tor. Erster Kontakt, ja. Erster Kontakt, Falco. Blaues Tor. Andere Seite. Ja, blaues Tor. Okay, das ist nämlich wichtig. Zum Skilltraining gehört natürlich auch Dribbling. Für das perfekte Dribbling ist eine enge Ballführung sehr, sehr wichtig. Und dafür ist die Übung da. Es ist wichtig, dass man in der Übung bewegt man sich im Feld mit engen Ballkontakten, Innenseite, Außenseite. Kommt man an ein Hütchen, macht man einen Trick, dribbelt an diesem Hütchen vorbei und bei einem Kommando passt man dein Tor. Okay, los, komm. Ja, ja, gut so. Schöne Tempo, gut so, gut so. Alles gut, weiter. Beide Füße nutzen. Du hast nicht nur einen Fuß, Falco. Gut so, beide Füße nutzen. Ja, gut, weiter, bleib weg. So, okay, jetzt zum Torschießen. Top aus. Schneller. Nächster Ball orientiert. Komm, weiter. Guter Kontakt. Komm, such den Dribbling. Gut, jetzt Top passen. Nächster Ball. Komm, noch einmal. Komm. Gut, so enge Backen. Beide Füße nutzen. Weiter. Dribbling zum Torschuss kommen. Ah, das ist ja durchgelaufen. Nochmal. Bis zum Dribbling. Andere Tor. Komm, Konzentration, auf dich. Gut, jetzt Torschuss. Gut, so. Wir beenden unser Training immer mit einer Spielsimulation. Das werde ich euch gleich mit Falco vorzeigen. Das könnt ihr natürlich frei daheim nachmachen. So, Falco, sieht jetzt so aus, dass wir auf dieses Tor spielen wollen. Okay, du bist jetzt vielleicht ein 8er, 10er, je nachdem, welche Position du gerade bist. Je nachdem, welche Höhe wir stehen. So. Es sieht so aus, dass du auf erste Stange zudribbelst und ganz einfach austrickst. Nachdem du das gemacht hast, stehe ich hier, fordere dann den Ball. Wir machen einen Doppelpass, damit hier der Sechser wegfällt. Mit dem Doppelpass fällt der Sechser weg. Dann gehst du drauf, auf die Dreierkette zu.
dann hast du die freie Entscheidung. Entweder spielst du mir in den Ball rein und ich schieße dann aufs Tor, oder du dribbelst den Innenverteidiger hier aus und schießt dann auch selbst aufs Tor. Okay? Willst du das sehen? Ja. Let's go. Ja, Falco. Academy. Wir hoffen, es hat euch gefallen und natürlich auch gut trainiert, Falco. Und ja, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal bei uns reinkommst. Genau, ja. Hier, Falco, hochhalten. Komm mal, zeig, was du kannst. Jetzt, komm. Komm. Oh, ich hab ihn beobachtet. Uhr, ist halt ja noch da. Wenn es euch wirklich so gut gefallen hat, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder klickt ihr auf Abonnieren und aktiviert die Glocke und wartet, bis die nächste Trainingszeit mit einem anderen Profi kommt. Oder ihr geht einfach direkt auf unsere Seite und kontaktiert uns persönlich. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.